technisch, aber der war ja meistens weit weg und über Handy schlecht zu erreichen. Aber in Würzburg, wir haben einen Fürstbischof gehabt. Wir waren ein geistliches Territorium. Fürstbischof, das heißt, er war katholischer Bischof und fränkischer Herzog in einem. Also stellt euch vor, der Horst Seehofer wäre gleichzeitig Erzbischof. Ja, genau. Das passt ja noch zum. Ja, das machen der Fall mindestens noch. Ja, also, ich glaube schon. Unter der Söhne. Der Söhne hat sich heute auf sein Labor und da hat er damals Strahlen entdeckt, die Röntgen Strahlen. Und früher alles noch nicht, das nicht war, aber das sind der botanische Garten und der medizinische Garten auch, wo die Heilkräuter und so weiter angepflanzt worden sind. Heute, wie gesagt, gehört einfach jetzt unser Jugendspital nicht dazu. Das Jugendspital, ihr seht, ist eine große Einrichtung. Ob es jetzt aus der Bibel war oder heiligen Legenden, hat was gern bildhaft gezeigt. Weil oft die Kirchenwände voll gemalt oder zum Beispiel hier auch aus Stein gemeißelt. Wie hier im Tympanon über dem Seitenportal von der Marienkapelle. Und dieses Tympanon, das hat es in sich. Weil hier erfahrt ihr, wie das damals bei der Maria tatsächlich passiert ist. Wir gehen mal zusammen Schritt für Schritt das Ganze durch, damit jeder versteht. Ja? Pass mal auf. Also rechts unten geht's los. Das seht die Maria. Die kniet gerade daheim im Wohnzimmer. Samstagnachmittag, liest ein schönes Büchli. Große bunte Bilder, was weiß ich, irgendwas Entspannendes. Aber plötzlich erschrickt sie. Weil plötzlich, links unten im Bild könnt ihr sehen, erscheint ein Engel im Wohnzimmer. Ja, ist das nicht oft, ja? Nee. Noch dazu ein Erzengel, der Erzengel Gabriel. Kennt ihr noch, oder? Unser ehemaliger Außenminister, der Sigi. Ja, ja, ich finde, am Gesicht erkennt man ganz gut eigentlich. Ja. Also, figürlich war er damals ein bisschen besser aufgestellt. Aber gell? Ja, eigentlich. Der soll jetzt der Maria die frohe Botschaft überbringen. Weil er sich nicht merken konnte, hat er sich auf eine Zelle draufgeschrieben. Liest er gerade vor, könnt ihr sehen. Das gilt übrigens als das erste Rundschreiben der Geschichte. In dem Augenblick erscheinen links und rechts unter den beiden zwei Schilderengel und waren mit ihren Tüchlein wegen Laola. Weil jetzt oben in der Mitte Gott Vater auftaucht. Nein, aber wenn es so aussieht, er raucht keine Shisha. Ja, gell? Ja, sieht fast aus wie Wasserpfeife. Ist es aber nicht. Es ist ein Schläuchelein. Und das Schläuchlein, das geht von seinem Mund runter bis ins Öhlenei von der Maria. Ja, ich fange es an. Und jetzt schauen wir mal genau hin. Gehen mal von dem Köpfle von der Maria zum Schläuchle hoch, ein Stückchen links. In der Delle von dem Dreier, da liegt das Jesuskind, können wir das sehen? Und auf dem Schläuchle und rutscht, da wo diese kleine Delle im Schläuchle drin ist. Es liegt Kopf nach unten liegt das Kind mit ausgestreckten Armen. Ja. Siehst du das? Können Sie das nicht? Arme nach vorne. Ja. Also von unten sehen, kommen erst die Arme, dann kommt der Kopf, und dann kommen die, dann können wir die Beine nach oben. Ja. Da liegt es genau oder so. Ja. Das heißt, man kann sich jetzt vorstellen, was passiert. Ne? Gott Vater bläst in das Schläuchlein und das kleine Jesuskind, dann schießt durch das Röhrle durch ins Öhle von der Maria. Die erschrickt natürlich erst einmal. Ja? Dann werden ihr wahrscheinlich auch erschrocken, nehme ich an. Ja, und dann schwuppdiwupp Kartoffelsuppe, liegt das Kindlein im Bäuchelein. Maria ist schwanger und ihre Jungfräulichkeit noch immer unangetastet. Also da kann ich vorsichtig sein, gell, in Zukunft. Also, also in Fachkreisen heißt es Ohrempfängnis. Ja, auf Lateinisch habe ich gehört, heißt es Tinnitus. Ja. Das war ein Teil vom Klopfer.
Weil das pfeift halt immer so blöd, wenn das Kind da durchschießt. Ne? Das war mit ein Grund, warum wir es nach dem ersten Barmann da eingestellt haben. Wobei es gab ein paar Damen, die gesagt haben, es war gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen die Empfängnisverhütung wäre so schön. Du nimmst halt 2 Europacks, 2 Ohrstöpsele, und dann hast du deine Ruhe. Oder ein Headset könntest du heute annehmen, vielleicht geht auch, ja, in modernen Zeiten. Und dann ist kann nichts passieren, aber die Pfeiferei war halt eigentlich schön. Ja. Deswegen haben wir es dann wieder eingestellt. Jetzt muss ich euch das nochmal sagen, ihr seid ja gut drauf. Ja. Ich habe nämlich einmal eine Krüppling gehabt, das stimmt wirklich, das waren ältere Kavalier, also ältere Damen. Ich wusste, also nur im Notfall. Nein, das waren katholische Landfrauen, ich würde mal sagen, keine unter 70 sowas. Und denen habe ich diese Geschichte auch gezeigt. Und dann waren sie alle Mucksmäuschen stehen und gesagt, keine Miene verschoben. Aber als ich dann fertig war, ist eine der älteren Damen plötzlich nach vorne, hat sich vor die Provinz, hat sich umgedreht und hat angefangen. Auf einmal hat sie hochgeschaut und hat gestrahlt, jetzt verstehe ich es endlich. Jetzt weiß ich auch, warum das Orgasmus heißt. Hat sie gesagt. Du, ja, ich habe. Und da hat sie es den Damen sogar noch erklärt und hat gesagt, ja, es heißt Orgasmus, weil das Jesuskindelein durch die Orgasmus ist es dann im Bäuchlein von der Maria landet. Ja, da muss man erst mal drauf kommen, du. Ja, da muss man erst mal drauf kommen. Aber ich habe euch das überlegt. Die hat an dieser Stelle, an der vorher die Würzburger Synagoge stand, ich habe es vorhin gesagt, war ja bei uns in Würzburg ganz offizielles Zahlungsmittel. Ja? Haben wir Beamte dabei? Ja? Beamte? Hallo? Ja. Naja, ja. Geht ja sein können, dass irgendjemand... Ja, wir sind ja auch nicht stabil. Ja, das ist okay. Na, dann. Der Conny, der Beamte, kann von 1220 an bis 1720. Weil dann 1720 ging es ja los mit dem Bau der Residenz. Und nachdem die Residenz die erste paar Zimmer fertiggestellt gehabt hat, sind die Schulden dann raus aus der Festung und sind die Fürstenschulden. Die schauen wir uns ja nachher noch an, umgezogen. Aber bis dato haben wir da. Die Top 3, die jetzt hier in diesem Wein ausgebaut werden.
Der nächste Keller, den wir uns jetzt anschauen, der nennt sich der Beamtenkeller. Und was es damit auf sich hat, das erklären wir, wenn wir da sind, weil den gucken wir uns jetzt ja genau gleich an. Wir wollen uns ja aufstellen. Hallo Leute.
Ja, das war das.